Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal und zu Hause. Auch ich kann es wiederum relativ kurz machen unter Bezugnahme auf die Protokolle der Beratung in den Ausschüssen. Das ist nicht zu wiederholen, darauf beziehe ich mich. Wir hatten, im Prinzip sind die Argumente, die gegen diese Gesetzesänderung und gegen dieses Gesetz sprechen, genannt. Ebenso sind die Argumente genannt, die für den Änderungsantrag der FDP sprechen und auch für den Entschließungsantrag. Und ich möchte noch eins hinzufügen. Erklärtes Ziel der Piraten in NRW ist es und war es, Monopol- und Oligopolbildungen, die dem Gemeinwohl im Sinne der Verminderung von sozialen Überschüssen schaden oder schaden können, vorzubeugen. Und solche bestehenden Monopole und Oligopole durch die Schaffung transparenter Marktstrukturen aufzulösen. Durch vermehrten Wettbewerb können verbraucherfreundliche Preise realisiert und Machtstellungen, Machtmissbrauch am Markt sowie übermäßige politische Einflussnahme durch Monopolisten verhindert werden. Das Gesetz, so wie es hier vorgelegt worden ist, ist eben kein reines Lex LBS Bremen, welches dann zugunsten der LBS West wirkt. Wenn es das nur wäre, könnte man ja insgesamt zustimmen. Das werden wir selbstverständlich nicht tun, aber gleichwohl möchten wir dem Gesetzgeber insgesamt die Möglichkeit offen halten, hier vielleicht dann doch noch nachzubessern und die ganze Sache auf Bremen einzuschränken. Deswegen werden wir uns beim Gesetz enthalten und den Anträgen der FDP zustimmen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Schulz.